Der Margreiterhof der Stolte in Brotz, Radin, wir gehören zur Stadt Bludenz. Wir sind ein Milchviehbetrieb und tun aber auch Fleisch vermarkten. Wir arbeiten mit der Gastronomie zusammen. Jetzt haben wir eigentlich hauptsächlich eigene Nachzucht. Also eine gute Qualität zum Liefern ist für unseren Betrieb sehr wichtig. Aber das hat nicht nur mit Keimzahl und Zellzahl zu tun, sondern der Tierkomfort, finde ich, einfach ist ein großer Bestandteil. Wenn man Tier gut haltet, kann man sich auch finanziell der Tierarzt damit ersparen. Das Einkommen vom Milchgeld ist für unseren Betrieb ganz wichtig, weil halt einfach fixe Zahlungen sind. Und das stellt uns schon die Ländle Milch, dass wir ein sicheres Einkommen haben. Also wir sind da auf der Alpe Gamperdone. Wir haben miteinander die Viehwirtschaft, also der Matot Melke. Die haben dahin das Alpstübli Panüler, aber das Hauptgebiet ist die Viehbetreuung. Die Alpwirtschaft, dadurch, dass wir es gerne tun, ist für unseren Betrieb einfach eine super Ergänzung. Ich und plus das Team sind zuständig für alles, was mit den 137 Milchkühen zu tun hat. Wenn jetzt wie heute Morgen, wir sind ein Traumwetter, wenn da nach 4 Uhr am Morgen die Herde da losgeht, das ist einfach, da baumelst du dahin und da brauchst du keinen Fernseher. Ich schaue 90 bis 100 Deka-Minuten Fernsehen, das brauche ich alles nicht. Oder? Also für mich selber ist das ein Standort, wo einfach der Gast schon anzieht. Und wo ich, weil wir ja im Heimbetrieb Milchlieferanten sind, dass ich unser Produkt, wo ich da eigentlich bei der Käsknöpfe oder auf der Käsplatte oder wenn ich einen Toast mache, wo ich da einfach was, ich verkaufe mein Produkt. Mein Geheimtipp für den Käsknöpfe, das hat man mich schon so oft gefragt. Aber ich mache es, glaube ich, nicht anders als andere Frauen. Ich nehme immer Montforter, Raclette-Käse, den kommt in Rheintaler, Bergkäse, Alpkäse natürlich. Das tun wir selber tobeln, mischen und Reskäse kommt rein. Und saure Käse. Saure Käse darf nicht fehlen, der gehört auch dazu. Was ich am Thomas schätze, ist vor allem, also er ist brutal ausdauernd, das muss man sagen. Er geht im Winter arbeiten, im Nenzinger Himmel. Oh Mann, wenn du keinen Mann hast, der nicht zur Alp gehen will, wäre es für mich selber der auch erledigt, also man könnte auch nicht mitgehen. Da ist er immer da und hebt zu mir. Also ich schätze ganz besonders an, was wir in die Hände nehmen. Und wenn das 18, 19 Stunden Einsatz am Tag braucht, das wird durchgezogen. Vor allem macht bei uns Helga das Büro. Wenn man sich da verlassen kann, das schätze ich schon unheimlich. Also für unseren Betrieb wünsche ich mir für die Zukunft, dass es eine Nachfolge gibt. Und so wie es auslagert, ist ja auch sicher bei uns. Und für das Klostertal wünsche ich mir schon sehr, dass die landwirtschaftlichen Betriebe schon erhalten bleiben. Also wir können jetzt das 30 Jahre zurückverfolgen und wenn man die Höhen und Tiefen mitverfolgt, ich tät jetzt noch einmal. Und wäre jetzt übermorgen 50, aber ich tät jetzt noch einmal.